Andrew Gerber, Präsident vom FC Thun Berner Oberland. Wir sind uns ja schon einiges gewandt und diese Woche war es wieder ein bisschen turbulent am Anfang. Eben, wir haben unser Schutzkonzept genehmigt bekommen, für die Stockhorn Arena zu kommen. Wir haben die Spielzeit, die verschoben wurde und jetzt eben auch noch der Match wegen einem Corona-Fall in der ersten Mannschaft. Aber es ist etwas, was wir uns, glaube ich, nicht mehr stressen. Nein, ja, nicht das Gefühl. Natürlich unterschätzen wir es nicht. Es ist ein riesiger Aufwand, den wir da haben auf der Geschäftsstelle und im Sport natürlich kommunikativ, aber auch strukturell in der Organisation. Es bringt einfach extrem grossen Aufwand und natürlich ist es schade, dass das Spiel jetzt nicht stattfinden kann. Aber wie du sagst, wir sind uns vieles gewöhnt in den letzten ein, zwei Jahren beim FC Thun. Generell halt nicht nur wegen Corona, Abstieg und alles zusammen. Darum lassen wir uns wirklich nicht aus der Ruhe bringen. Und es wäre auch schade, weil es geht so oder so irgendwann los mit der neuen Saison. Wir sind parat und wir haben Freude und es soll auch so bleiben. Der Corona-Fall in der ersten Mannschaft, was kann man zu dem sagen? Ja, nicht viel mehr als das. Wir haben jetzt einfach auch einen Fall, so wie es ganz viele andere Mannschaften auch schon hatten. Weil es uns das erste Mal betrifft, ist es eben ein bisschen neu. Man muss auch gerade ein bisschen schauen, wie wir mit dem umgehen. Aber wir wollen da nicht ein Spektakel daraus machen, es bringt ja nichts. Fakt ist einfach, dass wir die Regeln und Vorschriften etc. und Konsequenzen vom BAG müssen befolgen. Also gibt es jetzt halt Quarantäne für einen grossen Teil der Mannschaft, sprich kein Training. Und darum wird der Match verschoben und wir müssen uns auch leiten quasi von diesen Vorschriften. Wenn wir dann wieder dürfen trainieren und spielen, dann wird dann die Match angesetzt oder eben nicht. Also wir müssen flexibel bleiben und weiden so. Und früher oder später geht es dann gleich los. Pasch, die ganze Mannschaft ist in Quarantäne. Eben die genesen sind, sind nicht in Quarantäne. Und auch die teilweise doppelt geimpft sind. Gleich auch jetzt der Saisonstart später. Was heisst das für unsere Mannschaft, für FC Thun Berner Oberland? Ja, eben eigentlich da. Es ist einfach eine Woche später wahrscheinlich. Aber flexibel müssen wir sowieso bleiben, weil wir wissen ja nicht, ob wir dann in einer Woche in Kriens spielen können. Die sind ja selber auch in Quarantäne. Ist jetzt halt ein bisschen drunter und drüber, aber wir können jetzt alle nervös werden und ein Theater loslassen oder einfach sagen, ja, wir nehmen es jetzt, wir machen das Beste daraus. Und das ist sicher unsere Philosophie. Wenn die Mannschaft wieder trainieren kann, werden wir das machen und Kriens wird dann noch wieder trainieren und entweder können wir dann in Kriens spielen in einer Woche oder auch nicht. Und ich hoffe natürlich, dass wir dann spätestens in zwei Wochen das erste Heimspiel werden können haben. Und wenn es anders ist, ist es halt anders, dann müssen wir auch, wie gesagt, auch dann wieder das Beste daraus machen. Früher oder später werden wir auch wieder schütten können. Und auf das freuen sich, glaube ich, auch die Leute. Zuerst mal auch wieder mit dem Publikum der Stockhorn Arena. Wie fest freust du dich auf das? Ja, ich freue mich sehr. Wir sind jetzt wirklich, wir haben jetzt das Kribbeln gespürt. Wir haben uns darauf gefreut, sehr viel organisiert und kommuniziert und wie es halt so ist vor einer Saison. Ja. Darum ist es schade, aber es wird nur verschoben. Es ist ja nicht alles gestrichen worden. Darum können wir uns jetzt noch ein bisschen länger darauf freuen und haben jetzt auch noch ein bisschen mehr Zeit, weil es geht immer alles relativ schnell. Jetzt haben wir noch ein bisschen mehr Zeit, für den ersten März vorzubereiten und das schadet vielleicht auch nichts. Jetzt haben wir nur über den Sport geredet. Das ist auch noch das Wichtigste, das im Fokus steht. Die Mannschaft ist zusammen, es hat eine Zeit am Trainieren. Was ist der Eindruck vom Präsidenten? Ja, ich habe sehr ein sehr gutes Gefühl, fast wie Gang, aber das mal wirklich sehr. Ich habe schon das Gefühl, nach der Barrage, hey, jetzt haben wir noch etwas Gutes gelernt, etwas Wichtiges gelernt, die Gewissheit, die wir haben können sammeln mit der letzten Saison, dass es am Schluss eben auf jedes Detail kann drauf ankommen, aber dass wir es eben auch arbeiten können. Dass mir sehr wenig gefällt hat. Wir hatten sehr gute Sommerpause von mir aus gesehen. Der Domi Albrecht, mein Nachfolger als Sportchef, der hat es von mir aus gesehen super gemacht, das Kader zusammengestellt. Man hat Lösungen gefunden, für den einen oder anderen Spieler für wegzugehen, Spielpraxis sammeln, was auch immer. Man hat sehr interessante Spieler geholt. Ich habe das Gefühl, wir haben da wirklich eine sehr gute Mannschaft zusammen und natürlich mit dem Trainer, mit seinem Staff zusammen. Ich habe das Gefühl, wir sind wirklich parat, aber ich weiß auch, dass es nicht einfach wird werden. Ich unterschätze es überhaupt nicht, aber ich bin zuversichtlich und freue mich darauf.